Also gut, auf zum Stone Market, die Richtung. You know, you should really have that looked at. I am looking at it. I mean, by a doctor. No, nah, it's just a scratch or a laceration or something. Anyways, what the bloody? Found you. I'm with you now. Da war ich ein bisschen zu neugierig gerade, über was die sich unterhalten. Aber das waren Stadtwachen. Kann ich schnell einen Gebietswechsel machen oder so? Nein, kann ich nicht. Now I see you. You'll be sorry. Let me finish him. Look at that. He's afraid of us. Ja, ich hab Angst vor euch. That's right. Run, you coward. Toll, und ich bin Angst. Bloody armor. Sweating like a pig. Stop your running, you coward. Ich hoffe mal, dass ich sie ausrennen kann. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, gegen sie zu kämpfen, weil ich nicht nochmal das Ganze laden möchte. Ich suche mir jetzt so einen Gebietsübergang. Ich glaube, ich habe sie sogar schon abgehängt. Allerdings bin ich natürlich jetzt ein bisschen ziellos rumgelaufen, wahrscheinlich jetzt in der Dunkelgasse, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Dann nutze ich doch die Gelegenheit aber mal und verkaufe da noch ein paar Sachen. Ah, das Gitter ist wieder zu. Wie kann ich jetzt die Aufgabe machen? Beute. Ja, weil die Sache mit dem Vermieter und das Schwarzgeld in der Dunkelgasse. Ich dachte dann, dass der Hinweis verschwindet, wenn man sich halt aus dieser Gasse dann auch das unter dem Kanalgitter schnappt, aber anscheinend nicht. Na gut, so, wer war das hier? Are we looking for anything special tonight, sir? Kann ich dir was verkaufen? Nein, immer nur kaufen. Take your time, look around. Here at the well-equipped thief, we pride ourselves on stocking everything a person like yourself might need. Nö, ich kaufe aber erstmal nix. Murderers got in or some big fire. Hey, who's telling this story, huh? So, I was out walking, minding my own business, when I heard something. A voice. Like a child weeping. And so I started up those steps. Don't tell me you went in there. Hush! I got as far as the door and put my hand on the knob and then... Yes? Yes? The child's voice, as clear as anything. I'll never forget. She says, No! Go back! You can't help me! Run for your life! What did you do? Die erzählen sich dann wie What any such... Let me know what I can do for you, Garrett. Also gut, hier können wir doch unsere Sachen. Just so you know, I don't take artwork, you know, paintings and stuff. But I know someone who ich does. Einfach. A fence over near the docks. Dahlia's her name. And all that arty junk's her game. Ich glaube, jetzt haben wir richtig viel Geld. Hey. Jetzt häng ich fest. Ganz ehrlich, nicht witzig. Okay. I told her, it ain't no wives tale, it ain't no made up bedtime story. I'm telling you, I really saw an old hag bending over him. Moment. Are we looking for anything special tonight, sir? Weil ich davon immer so viel brauche und mir die das letzte Mal fast ausgegangen wären. Und ich denke, das können wir uns leisten. You'll be happy with your purchases, sir. You know where to find us. Okay. Was haben wir denn hier? Bericht der Stadtwache Bezirk Südviertel. Am gestrigen Abend wurde im Bezirk Südviertel
folgende Verbrechen gemeldet. 2 Morde an unschuldigen Bürgern. Waren wir nicht. Haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Mm-mm. 0 Menschen wurden mit einem stumpfen Gegenstand bewusstlos geschlagen. 16 Wertgegenstände wurden als gestohlen gemeldet. Und 0 Einbruchsdelikte. Ich glaube, die Liste müssen wir mal noch ein bisschen in die Höhe treiben. Aber nicht jetzt. Das wird wahrscheinlich früher oder später sowieso passieren. Sackgasse. Ah, das ist ein Pfeil. Und jetzt bin ich... da ist so ein Übergang, der ist noch nicht offen. Aber ich bin neugierig, wo der hinführt. Oh, vielleicht können wir versuchen, die Frau hier zu bestehlen. Na? War ich nicht schnell genug? Das ist das Gefängnis. Da sollte ich mich mal besser von entfernen, sonst lande ich da noch dran. Was haben wir hier? Da kommen wir nicht rein. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich diese Stadt noch nicht so ganz verstanden habe. Also im Sinne von mir gemerkt habe, wo ich lang kann. Nehmen wir an, da können wir einbrechen, wenn wir wollten. Das mache ich jetzt mal nicht. Das war der Zugang zu den Heiden. Und da können wir auch weiter. Wo kommen wir denn da rein? Ich glaube, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Weil ich mir schon gedacht habe, dass ich welche finden werde. Es gibt immer noch keine Arbeit. Ich fürchte, ich muss noch mehr Zeug versetzen. Irgendjemand war gestern hier, als ich nach Arbeit gesucht habe. Und dieser jemand hatte bestimmt nichts Gutes im Sinn. Ich hoffe nur, dass er was zu trinken dagelassen hat. Na sicher nicht bei meinem Glück. So, Buch. Stop bothering me. Oh, this is... Aha! Mist. Okay, there, I saw that. Verdammt, das war jetzt die Stadtwache. Ich glaube, ich habe mich hier in eine sehr gefährliche Gegend begeben. If you come out, I'll give you a big surprise. Ja, das glaube ich. Ah! I just seen... Ah! You're not allowed in... Ich glaube, ich flüchte mal ganz schnell hier raus. Komm hopp. Jetzt lass mich nur nicht hängen und hüpf da raus, bitte. Ach ja. Wieso kann er raus, wenn ich... Where's the damn watchman? Rein und nicht rausklettern. Oh, das ist nicht zu passen. Mehr Beute. Da in dem Feuer, das ist doch ein Pfeil, oder? Den möchte ich haben. Kann ich den Typ da umknüppeln? Oder muss ich noch einen Mord begehen? Da haben wir eine Tür. Wenn er sich nicht mal umdreht.
Okay, Junge. Dein Problem jetzt, dass du dich nicht umgedreht hast. Tut mir leid. Ja, klar, in dem Moment, wo ich mecker, dass er sich nicht umdreht, dreht er sich doch um. Das heißt, den Mord hätten wir verhindern können, wenn ich ein bisschen mehr Geduld bewiesen hätte. Schade, na gut. Ich bin halt ein richtig böser Dieb. Und ein Mörder. Und jetzt ist aber der Pfeil mir. Feuerpfeile fügen ihren Gegnern schwere Brandverletzungen zu. Darüber hinaus können sie mit Feuerpfeilen Ölpfützen in Brand schießen. Sehr schön. Aber jetzt sollte ich wirklich raus hier. Das ist mir sonst zu gefährlich. Ich hoffe, dass die Tür mich nach draußen führt. Ich gehe erstmal noch einen Schritt zurück. Ich wäre hier lieber aus dem Fenster wieder raus. Oh, this is all I need, some cutthroat or robber type. Ich muss nur kurz die Perspektive wechseln. Du siehst mir aber nicht nach einer Stadtwache aus. Okay. Da war der Brunnen, da der Händler. Aber zum Stone Market muss ich dahinter. Ich hab's gleich versprochen. Excuse me. Oh, da ist noch ein Wasserpfeil. Und noch einer. Gut, gut. Oh, du siehst nach Stadtwache aus. Just once I'd like to see somebody try something. Now that would be some good fun. Aber das Tor ist doch verschlossen, ne? Ach so, da an der Seite geht's weiter, alles klar. Jetzt sind wir vor der Kirche. Finesse. Planning. It's the only way. Und ich denke, jetzt können wir hier die Mission starten. St. Edgar's Church. This is where the Hammerite fanatics keep the chalice, a so-called holy relic. It's what the keepers are asking me to steal if I want to see their prophecies for myself. The chalice might not be worth much on the street, but every Hammer church has a nice pile of wealth stashed away. No reason not to fill my pockets while I'm here. This particular temple holds the crypt of some long-ago Hammerite hero, St. Edgar. Today was his holy day, so there's an all-night service. That might work in my favor if they're all sitting down praying instead of looking for sinners to smite. Chances are they'll have anything they think is holy locked up pretty tight.
I'll have to make sure they don't do the same to me. I'm not interested in the Hammerite brand of justice. Also, unsere neue Mission. St. Edgars Tag. St. Edgar, in dieser Kirche bewahren die Hammeriten den Kelch, eine angebliche heilige Reliquie, auf. Und genau aus diesem Kelch soll ich. Und genau diesen Kelch soll ich stehlen. Erst dann lassen mich die Hüte einen Blick auf ihre Prophezeiung werfen. Der Kelch selbst ist nichts wert. Aber. Hammeritenkirchen sind in der Regel bis unters Dach mit Reichtümern vollgestopft. Und schließlich hat niemand gesagt, dass ich außer dem Kelch nichts anderes mitgehen lassen darf. Ah, das mit diesem Scrollen hier ist echt blöd. Die Kirche ist die letzte Ruhestätte eines großen Helden der Hammeriten, St. Edgar. Und weil der Gut heute Namenstag hat, feiern die Hammeriten eine nächtliche Messe. Sehr gut, solange diese Dummköpfe beten, anstatt nach Sünden zu suchen, kann ich mich in Ruhe umsehen. Und scrollen geht mit der Maus besser. Vielleicht haben sie alles, was ihnen heilig ist, irgendwo eingeschlossen. Ich muss aufpassen, dass sie mit mir nicht dasselbe machen. Ich lege nämlich keinen besonderen Wert auf die Rechtsauslegung dieser Fanatiker. Und dann werde ich im nächsten Video die Mission starten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.